Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein neues Chumpy-Video. Ja, wir nehmen heute am Footpinter-Championat teil. Unter meinem Popo befindet sich das schwarz-weiße American Paint Horse, mein süßer Dice und ja, wie immer Gruppe 1. Es ist ja nicht anders zu erwarten. Ja, mal gucken, wie es läuft. Es sind wieder mal einige Silver Trees da. Und wenn die unterwegs sind, ist es eigentlich jedenfalls für mich unmöglich, Platz 1 zu werden. Das heißt, ich denke mal, Platz 1 kann ich heute ausschließen. Wenn ich Platz 6 oder Platz 5 werde, ist das tatsächlich gut. Ja, die American Paints sind recht gut. Ich glaube, das sind sehr wendige Pferde. Also die haben, glaube ich, Rassebonus Agilität plus 3 oder sowas. Und ja, ist auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung. Aber ihr wisst, ne? Hä? Das Pferd ist nur so gut wie der Reiter selbst. Ich weiß, viele können den Spruch nicht mehr hören, aber es ist halt einfach so. Wenn man das beste Pferd hat, das beste Outfit hat, nützt das alles nichts, wenn man halt einfach blöd reitet. Ne? Also wenn das Chumpy halt wirklich nicht gut verläuft. Wenn man hängen bleibt oder, ach, keine Ahnung was. Ja, und das seht ihr auch schon. Ich bin sofort auf Platz 5 gerutscht. Okay, Platz 4. Ja, hier kommt man nicht gut vorbei. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, wie die anderen immer so gut dran vorbeikommen. Wenn ich näher rangehe, bleibe ich noch länger stehen. Wenn ich weiter weggehe, schaffe ich die Fahne nicht. Ich weiß nicht, wie die anderen Mädels das schaffen. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe es schon so oft versucht. Ja, so, hier kommt eine kritische Stelle. Ich spring lieber. Ich spring lieber. Sorry, ich spring lieber. Nee. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Okay, Platz 5. Ist okay. Ich springe. Ja, okay, sehr gut. Okay, ja. Wäre ich nicht gesprungen, dann wäre ich stehen geblieben und das hätte mich auf jeden Fall Platz 4 bzw. Platz 5 gekostet. Okay, vor mir ist noch ein Mädel, das ich nicht sehe. Wer ist denn hinter mir? Ah ja, okay. Die Dori ist das doch. Dorina Polarhorn. Ja, es hätte mich auch gewundert. Wo du bleibst, Dori? Dori ist eigentlich auch immer sehr weit mit vorne. Aber vorne sind nicht nur die Silver Trees. Es sind auch noch andere. Es sind nicht nur aus dem Club. Funny Riders Community. Da ist noch jemand mit dabei. Dann sehe ich noch eine, die ist clublos. Aber ihr seht's. Alle auf dem Araber Pinto. Ja, ich habe auch einen Pinto. Nee, ich habe keinen Pinto. Ich habe einen Paint. Sorry. Aber ja. So ein kleiner Fake Pinto ist das hier, ne? Er ist auch gescheckt und gefleckt. Aber ja. Naja, was soll ich sagen? Aber ich bin gut durchgekommen, Leute, oder? Ey, Platz 5! Ja, das war gut. Okay, sehr gut. Ich habe gesagt, Platz 6 oder Platz 5 wäre super. Ja. Wenn die ganzen Paints nicht gewesen wären, wenn wir die jetzt weglassen würden, dann wäre ich natürlich Platz 1 gewesen. Ganz klar. Ja, nee, war okay. So, es haben mitgemacht Lynn Northbeer, Adeline Big Cat und Louisa Oakfall. Herzlichen Glückwunsch für die ersten drei Plätze. Dann auf dem vierten Platz Dorina Polarhome. Dann komme ich. Sechster Platz Johanna Spiderbird. Dann kommt Greta Cloudcamp, Linnea Stonewolf, Jessica Sweetmaker, Agnes Ornthkroll, Tatjana Ghost Day, Madison Marble Groove. Marble Groove, klingt voll geil. Melissa Frockhart. Ach, dich kenne ich doch auch. Melissa. Adrian Brave Daughter und Ava Vulcan. Vulcanon. Volcanorock. Du meine Güte, sorry. Ja, die haben mitgemacht. Und ja, das war's auch schon. Ich hole mir jetzt mal ganz schnell hier meinen Trostpreis ab. Das geht ja schnell. Und ja, ihr Lieben, das war's vom Footpinter-Championat. Ich trete hier mal so ein bisschen aus dieser Runde raus, damit ihr mich mal ein bisschen sehen könnt. Und ja, jetzt gab's mal wieder ein Footpinter-Championat mit dem neuen... Ja, doch, das ist eigentlich das neueste Pferd zurzeit. Ja gut, das Geburtstagspferd. Das ist natürlich als erstes rausgekommen, aber so von der... Ich sag mal in Anführungsstrichen, neue Rasse, beziehungsweise ist ja eigentlich ein Remake des Paint Horse, ne? Aber ja, endlich mal habt ihr diese Rasse bei mir hier auf dem Kanal in einem Chumpy-Video gesehen und ich hoffe, das Chumpy-Video hat euch wenigstens ein bisschen gefallen und unterhalten und ich hoffe, wir sehen oder hören uns im nächsten Video oder nächsten Livestream. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.